Letztes kommt, der kann gar nicht mehr. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was zehnmal die Welt ist. Stell mal vor, viele Menschen von uns, die sagen sich, ja, wir wollen gerne reisen. Viele Menschen, wenn du fragst, was ist dein Hobby, sagt er reisen. Ich fahre ein Jahr nach Südamerika, ein Jahr nach Australien. Und subhanallah, die Weisheit von Allah ist, du wirst nie jemanden finden, der jeden Punkt dieser Erde abgegrast hat. Du wirst nie jemanden finden. Es gibt immer irgendwelche Orte auf der Welt, ach, irgendwelche Orte. Du wirst niemanden finden, der mehr von der Welt sieht, als er von der Welt nicht gesehen hat. Subhanallah, weil deine Zeit ist begrenzt. Guck mal, dieser Mensch kriegt zehnmal alles und er kann um alles fragen, was sein Herz, erfreut, was sein Auge erfreut und sein Herz beruhigt. Alles! Guck dir an, Achi, das ist aber. Wenn allein dieser Punkt, wer jetzt noch nur an Dunya denkt und die Gesetze missachtet, der muss wirklich geistesgestört sein. Wenn er an diese Botschaft glaubt. Subhanallah, das ist das Jenseits. Jetzt kommen wir zur Qualität. Der Prophet sagt, das heißt, der Ort, auf dem eine Peitsche von euch liegt, im Paradies, der ist besser als die ganze Welt, was in ihr ist. Das heißt, dieser kleine Punkt, 3 Inch, 4, 20 Zentimeter, ist besser, mehr Seelen, als alles, was die ganze, wo die ganze Welt, Jetzt überleg mal, ich komme nochmal darauf zurück. Du findest keinen Menschen, der die ganze Welt beherrscht. Du findest auch nicht mal jemanden, der ganze Oberhausen besitzt. Wie viele Einwohner in Oberhausen? 100.000? 200.000? Bist du sicherlich 200.001? Okay. Du findest keinen, der das beherrscht. Vielleicht beherrscht, aber nicht alles besitzt, jedes einzelne Teil. Über jedes einzelne Teil verfügen kann. So. Ich weiß nicht, Europa oder einen anderen Kontinent. Hier sagen wir, guck mal, schon ein kleiner Punkt in Jannah ist besser als die ganze Welt und was da drin ist. Da, wie die Stelle, wo eine Peitsche liegt, so groß. Von Jannah ist besser als die ganze Welt. Und jetzt sagen wir, der Letzte, der ins Paradies kommt, kriegt zehnmal die Welt, was in ihr ist, und jeder Punkt davon ist besser als die ganze Welt. Guck mal, da sind wir in, wie auf ganz eine Peitsche in die Welt legen. Eine Welt, das haben wir zehnmal. Also du bist wirklich in astronomischen, du kommst in astronomische Visionen, kommst rein. Wirklich astronomische Zahlen, astronomische Vorstellungen. Subhanallah. Jetzt kommt der nächste Punkt, der sehr wichtig ist, ist die Reinheit der Sachen. Ich habe es Reinheit genannt, man könnte es auch anders nennen, sondern ist in diesseits, jeden Genuss, den du hast, hat eine Schattenseite. Zum Beispiel Essen. Essen ist ein Genuss, oder? Wenn du von der Arbeit kommst, du freust dich auf das Essen, deine Frau ist Marokkanerin, die hat lecker gekocht, deswegen habe ich schon so viel zugenommen. Alhamdulillah. Auf jeden Fall, der hat lecker gekocht, oder von mir aus Türkisch, ich habe es nur Marokkaner genannt, weil meine Frau ist Marokkanerin, vielleicht freut die sich. Er kommt zu seiner Frau, egal welche Nationalität, die hat lecker gekocht, er freut sich auf das Essen. Aber er kann dieses Essen nicht voll genießen, weil wenn er zu viel davon isst, wird er dick werden, Herzattacke bekommen, Arteriosklerose und so weiter und so fort. Er kann das nicht ganz. Und dieser Genuss ist wieder mit einer Unreinheit verbunden. Mit welcher Unreinheit? Dass er danach auf Toilette gehen muss. Ja, ich meine, okay, manche lesen Zeitungen auf Toilette, die fühlen sich da ganz sehr wohl. Aber im Prinzip ist es eine Unreinheit. Alhamdulillah. Jetzt, wenn du gesund bist in diesseits, du wirst krank werden. Wenn du gesund bist in diesseits, du wirst krank werden. Wenn du jung bist, du wirst alt werden. Wenn du Freude hast, du wirst Trauer haben. Guck mal, subhanallah, jeder Mensch macht diese Dinge mit. Jeder Mensch. Es sei denn, der stirbt jetzt im jungen Alter. Aber jeder Mensch macht diese Dinge mit im Allgemeinen. Das ist eine Weisheit von Allah. Subhanallah. Denn der Lohn im Paradies, diesseits ist nicht gut genug als Lohn für die Gottesfürchtigen und nicht schlimm genug als Bestrafung für die andere Abteilung. Und du hast aber schon ein kleinen Tropfen davon genossen. Du hast Freude genossen, du hast Angst gehabt,
du hast Schmerzen gehabt, du bist gesund gewesen, du hast diese ganzen Dinge in den meisten Fällen durchgemacht. In den meisten Fällen durchgemacht. So, was ist denn jetzt los hier? Ja. Dann der vierte Punkt. Und genau, ich gebe noch ein anderes Beispiel. Zum Beispiel, du fährst in den Urlaub. Das ist das Beispiel, was ich eben schon so eingeschnitten habe. Wenn du in den Urlaub fährst, du fährst 2, 3, 4 Wochen dahin, du sagst, ich will wieder zurück. Du freust dich, dahin zu fahren. Viele kennen das bestimmt, Muslime aus dem Heimatland. Die freuen sich den ganzen, einige, die sammeln natürlich das ganze Jahr Geld, um sein Auto zu leihen, um dann in den Urlaub zu fahren, um dann die Welle zu machen. Hier, wir kommen aus Deutschland, wir haben da viel Geld verdient. Aber der freut sich auf den Urlaub in seinem Heimatland. Und sobald er 3, 4 Wochen da ist, sagt er, ich will wieder nach Deutschland. Ist er wieder in Deutschland, ich will wieder zurück. Ist in den meisten Fällen so. Das heißt, du wirst diese Sache nie 100% durchgenießen, in den meisten Fällen. Ja? So, du hast zum Beispiel eine schöne Landschaft, du guckst dir die 3, 4 Wochen an, ja okay, ist normal für dich geworden. Zum Beispiel Deutschland ist so ein schönes Land. Wenn du manche Landschaften siehst, ich meine, okay, Ruhrgebiet ist jetzt vielleicht nicht so landschaftlich, so anschaulich, aber wir sind ja letzte Woche in Bayern gewesen, so schöne Landschaften, oder wenn du an einige Seen kommst, so schön, aber das fällt dir gar nicht auf, als Deutscher. Ja? Als Deutscher, wenn du nach Mekka fährst, findest du das super. Guck mal, Gebirge und Wüste, und da laufen Kamele, und da laufen Affen über die Straße, gibt's ja auch da. Ohne Witz, da leben Affen so. Die sehen aus wie Pavian und die laufen in so Rudeln dort durch die Wüste. Subhanallah. Weißt du, das ist für dich irgendwie was Besonderes. Aber wenn derjenige nach Deutschland kommt, der sagt, oh, ist das schön, so grün. Und wir kommen dahin und sagen, oh, das ist schön, guck mal, die Wüste, interessant. Du findest so viele verschiedene Landschaften, du kannst dich nie satt daran nehmen. Jetzt kommen wir in so ein Paradies. Du hast Zeit dein ganzes Leben lang. Und du hast ein anderes Bewusstsein, du wirst dich nie satt sehen können. Und du wirst Dinge sehen, die so schön sind. Guck mal, wer hat das Diesseits erschaffen? Allah. Und das, was du hier als schön siehst, das ist so ein kleiner Punkt von dem, was der für die Gottesfürchtigen im Paradies vorbereitet hat. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Inni a'dattu li'ibadi salihin ma la'aynun ra'at wa la'udhunun sami'at wa la khata ala qalbi bashar. Ich habe für meine rechtschaffenen Diener vorbereitet, was kein Auge gesehen, noch ein Ohr gehört, noch was im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar war. Das heißt, du wirst doch Dinge sehen, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Wir werden gleich noch zu einigen Dingen kommen. Jetzt die Zeit im Diesseits. Die Zeit ist immer begrenzt. Du hast eine schöne Sache, du hast den Urlaub, du musst wieder zurück. Vielleicht, wir sagen jetzt, du wolltest noch nicht zurück. Du wirst, subhanallah, in dieses einige Dinge genießen, aber du wirst nie vollkommen alles, die Zeit haben, für alles zu genießen. Im Jenseits, subhanallah, du wirst deine Frau sehen und die wird so schön sein, du wirst die 40 Jahre angucken. 40 Jahre! So viel Zeit hast du. Subhanallah, wenn du den Propheten sallallahu alaihi wasallam triffst, dann kannst du erst mal 100 Jahre mit ihm dich unterhalten. Über die ganzen Dinge, die passiert sind. Du redest mit Umar al-Khattab, radiallahu anhu, alhamdulillah. Du redest mit Isa, alaihi salam, du redest mit den Jüngern von Isa. Guck mal, du hast so viel Zeit. Alhamdulillah. So, guck mal, das ist die Zeit. Jetzt vergleich das mal, wie lange du lebst. Jetzt ganz ehrlich, wenn jedes ehrlich zu dir selber ist, ich bin jetzt 28 Jahre alt. Nächsten Monat, wenn ich noch lebe, inshallah, 29. Das ist nicht bald mein Geburtsdatum. Egal. Auf jeden Fall, subhanallah, wisst ihr, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie lange das her ist, als ich noch kein Muslim gewesen bin. Subhanallah. Das ging schwuppdiwupp. Und da sind schon 6 Jahre vergangen. 10 Jahre vergangen. Ich bin 28, vor 10 Jahren habe ich den Führerschein gemacht. Das kommt mir vor wie gestern. So geht die Zeit. Ich habe vor kurzem ein Video gesehen, ein Boxvideo von mir, ja, das musste ich, weil die haben mich aufgenommen fürs Fernsehen. Da soll ich das Boxvideo kommentieren. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Ehrlich. Wie ich mit der Einmarschmusik rein. Und so, ne? Und dann ging es passiert und voll cool. Ich habe gedacht, wo bist du hier gelandet? Ganz anderer Mensch. Weißt du, das ist gestern gewesen. Subhanallah. Guck mal, das ist die Zeit.
Deswegen nochmal zur Betonung, diese vier Aspekte, die Dunya, das Diesseits ist nicht gut genug bei Allah als Belohnung für die Gläubigen und nicht gut genug als Bestrafung für die Muschrikun. Jetzt schauen wir uns mal an, subhanallah, was im was es noch alles gibt im Paradies. Und wie gesagt, man könnte darüber 10 Vorträge machen, wenn man beschreibt, was alles vom Paradies beschrieben wird. Ich will nur einige Dinge erwähnen, die vielleicht interessant sind. Als allererstes, die Ehefrau wird ihren Ehemann wieder heiraten. Den letzten Ehemann, den sie hatte. Also wenn der Mann gestorben ist, sie hat danach einen anderen Mann geheiratet, dann wird sie diesen Mann heiraten im Paradies. Alhamdulillah, das hat man einmal erzählt in Ägypten, so eine Frau. Hat gesagt, was, schon wieder mein Mann? Schon wieder der? Und schon wieder den? Kann ich mal anderer Mann? Jetzt habe ich schon das ganze Leben mit dem ausgehalten, mit diesem Typen. Nee, aber das ist ein falsches Verständnis vom Jenseits. Weil im Jenseits wirst du mit dem zufrieden sein, mit dem, was du bekommst. Alhamdulillah. Dann, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat die Frauen im Paradies so schön beschrieben, dass sie so schön sind, wenn eine sich sozusagen auf die Erde schaut, dann wird die Himmel und Erde, was dazwischen ist, erleuchten. So schön. Kannst du dir gar nicht vorstellen, ne? Er sagt zum Beispiel, dass sie so schön ist, guck mal, er sagt zum Beispiel, das ist jetzt um Gender zu verstehen, dass man die Knochen sehen kann. Was ich da Knochen sehe, das finde ich schön. Warum? Weil das ist eine Beschreibung, die der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gibt, ja, weil wir können es gar nicht erfassen. Und natürlich für die Frau, Alhamdulillah, genau, die Frau wird auch zufrieden sein mit dem Mann, den sie hat, Alhamdulillah. Und glücklich sein und dieses Gefühl wie jemand, der frisch verliebt ist, wird richtig intensiv sein, nicht aufhören. Versteht, das ist das, was wir hier erleben, Alhamdulillah. Das erstmal dazu. Dann die nächste Sache ist das, was wir essen. Oder erstmal das Haus. Wir freuen uns hier in Diesseits über ein schönes Haus, wenn du eine schöne Architektur hast. Ein schön, klar. Ich weiß zum Beispiel früher mit meinem Vater, wir sind manchmal durch diese so ein reichen Viertel in Köln gefahren, um uns die Häuser anzugucken. Weil die schön waren, diese Villen. Aber was wirst du da für Häuser sehen? Du wirst einen Palast bekommen. Mit Steinen aus Gold und Silber. Dinge, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Und du wirst so zufrieden sein mit dieser Sache. Und du wirst eine Möbel darin haben, die von Engeln gemacht worden sind. Und wir kennen das auch alles im Koran, wie es beschrieben wird, in vielen Suren. Ausgebreitete Teppiche, hochgelegene Sofas und so weiter und so fort. Aber auf die schönste Art und Weise. Wo du wirklich zufrieden bist. Und dass du nicht dieses Gefühl von Neid hast zu anderen. Denn Allah nimmt jeden Rill, jede Boshaftigkeit von den Menschen her, von den Herzen der Menschen runter. Das heißt, du wirst dich dort wohlfühlen. Alhamdulillah. Dann nächste Sache ist die Kleidung. Heutzutage, logischerweise, das ist nicht unser Hauptziel. Das sind nur einige Dinge, die wir erwarten. Weil im Jannah, das Paradies, wir sind sowohl physisch als auch psychisch dort. Es ist nicht so einfach, wir schweben als Geister dadurch, sondern wir haben einen Körper. Alhamdulillah.